Ja, hallo, meine lieben GeoLebenTV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ja, es ist ziemlich hell, sag ich, ziemlich finster, dunkel ist noch draußen. Ich habe heute vor, eine Skitour zu machen. Freue mich schon ziemlich drauf. Ich hoffe, das Wetter passt auch halbwegs. Habe jetzt nicht nachgeschaut in die Wettervorschau, weil mir das im Vorfeld meistens eh ziemlich egal ist. Also, auf das freue ich mich und wenn es passt, wenn die Sonnenstrahlen durchkommen, das Licht passt, dann wird es hier auch einige Bilder, Videos dazu geben, gar keine Frage. Das andere, meine lieben Freunde, ist einfach das. Es wird auch vielen, vielen, die sowieso die treuesten Abonnenten, Fans, Freunde sind, wird es ihr aufgefallen sein. Die Klickzahlen bei meinem Kanal haben sich in den letzten, ich mag fast sagen Jahren, aber auf jeden Fall Monaten oder die letzten 2 Jahre drastisch nach unten reguliert. Und ich habe immer geglaubt, ja, es wird sich schon wieder ändern, es wird schon wieder raufgehen, wenn ich mehr Videos produziere. Ist aber irgendwie nicht so wirklich. Ich komme nicht so wirklich dahinter an, was es liegen könnte. Würde mir einfach wünschen von euch, ihr könnt mich diesbezüglich wirklich mal richtig unterstützen, indem ihr einfach die Kommentare, einfach Kommentare hinterlässt. Einfach mal gleich am Anfang einen lieben Gruß oder was auch immer hineinschreibt oder wo ihr herkommt oder was auch immer oder was euch einfach einfällt. Ich bin auch für konstruktive Kritik natürlich, natürlich sehr, sehr offen. Denn vielleicht hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte oder ob es mehr Faktoren sind. Das ist mir einfach mal ein großes Anliegen. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, und das würde mich natürlich massiv freuen, schreibt Kommentare rein, einfach mal Kommentare reinschreiben, liken, weil dann ist die Chance, dass das Ganze von YouTube wieder einfach ein bisschen nach oben gerankt wird, einfach wesentlich größer. Ich weiß, es ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Wir haben es sehr oft sehr eilig und vergessen es dann auch schon. Und so passiert es mir auch immer wieder. Ich schaue mir, habe mir gestern Videos angeschaut von jemandem, die haben mir einfach gefallen, war fast 2 Stunden mir die Videos von der YouTuberin angeschaut und bin dann hinterher draufgekommen, dass ich komplett vergessen habe, die Sachen zu liken. Ich habe einmal was reingeschrieben und sonst nichts mehr. Also wir haben die Videos einfach total gefallen und eigentlich habe ich vergessen, hier meinen Senf zu hinterlassen, was ich ja schon irgendwie cool finden täte. Das ist so ein kleiner Ausgleich, dass man zumindest was hinterlässt. Liebe Leute, auch C. Punkt, Punkt geht an mir einfach nicht vorbei. Also unterstützt mich. Das wäre ober, ober, obercool. Ich möchte jetzt nicht hineinweinen in die Kamera, aber es ist schon eine große Bitte, die ich an euch habe. Ja, das andere ist, ich, wie gesagt, eine Skitour ist da und jetzt zeige ich euch einfach auch noch, was ich hier so zu mir nehme, um einfach auch gut vorbereitet zu sein. Ich fühle mich ja seit über einem Jahr jetzt wieder um einiges fitter wie vorher, wie C-Punkt angefangen hat. Da habe ich ja wirklich grauslich viel zugenommen, also 20 Kilo, so eigentlich 115 Kilo gehabt. Gesicht war ziemlich aufgeschwemmt und da habe ich meine Ernährung wieder krass verändert. Ich bin im Augenblick auf jeden Fall vegan und großen Rohkostanteil weiterhin und das merke ich auch an der Fitness, auch wenn ich jetzt wieder mal die letzten 2 Wochen so ein bisschen mich kränklich fühlte, aber nicht C-Punkt, sondern irgendwas anders, aber das ist alles halb so tragisch. Ja, was nehme ich, außer dass ich mich gut ernähre, meine lieben Freunde, zu mir? In Vorbereitung hier ist das Muse, den nehme ich jetzt mit, den werde ich beim Autofahren trinken. Ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs und da trinke ich diesen Smoothie. Bananen, Koriander, etwas Gurke. Ich habe dann noch, was habe ich rein? Mandel, Milch. Also ich tue dann auch immer das rein, was ich so habe. Mandel, Milch, das sind so die wichtigsten Dinge, die da drinnen sind. Etwas Zitrone, dann Heidelbeerpulver besser gesagt, die Dulse. Also das ist eigentlich so dieser Heavy Metal Detox Smoothie, der schmeckt da super und der sorgt nach wie vor, dass hier einfach auch gedetoxt wird.
Das ist natürlich auch das, wenn man das eine Zeit lang nimmt, dann Entgiftung ist natürlich tagtäglich und da kann schon mal sein, dass hin und wieder ein bisschen Kopfweh da ist, was ich gestern wieder eher so gehabt habe. Das andere, was ich auf jeden Fall nehme, vorher aber schon zu mir genommen habe und jetzt nicht mehr als Weizmehl, nimm, vielleicht kann ich das irgendwie zuschneiden, das vorhergehende Video ist mal so ein bisschen in die Hosen gegangen wieder. Also das war im NAC-Acetyl. L-Cystein, das ist das Mittel, das ich nehme, damit das Glutathion, ja, diese nicht Aminosäure, dieses Antioxidant, dieses körpereigene Glutathion mehr gebildet wird im Körper. Das ist so eins der wichtigsten Dinge in der heutigen Zeit sowieso. Das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Dieses NAC. Eben L-Cystein zu nehmen. Ja, dann haben wir da Alpha-Liponsäure. Alpha-Liponsäure ist auch ein super cooles Antioxidant und das ist richtig, richtig gut auch zum Entgiften für Schwermetalle, ja, für das ganze Quecksilber, Blei, Zink, ja, Cadmium. Also Zink sollte man da jetzt nicht nehmen, nur so als Tipp. Zusätzlich, weil das wird dann wieder ausgeschieden. Ja, das ist ein Chelatbildner, das heißt, die Schwermetalle werden chelatiert quasi und dann wird das Ganze aus dem Körper ausgeschieden. Und wie gesagt, ist auch ein super Antioxidant. Also Alpha-Liponsäure, darauf schwöre ich auch. Ja, was ich auch so einmal in der Woche einnehme, ist eben Vitamin D3. Das sind 50.000, ja, Einheiten pro Tablette, in dem Fall habe ich es auch in Tablettenform, ja, nehme ich da immer wieder. Ich habe es auch eben in flüssiger Form. Das nehme ich zurzeit einmal plus K2, WSC, Magnesium ist sowieso auch immer dabei. Das habe ich gerade wieder vergessen, werde ich dann noch nehmen, vor allem zusätzlich bei körperlicher Anstrengung. OPC, glaube ich, habe ich jetzt schon reingehalten. Ja, und dazu diesen super tollen Zitronensaft, das ist jetzt auch schon das zweite Glas ist einfach auch super gut, ganz wichtig, damit der Körper einfach in Schwung kommt. Es ist mit warmem Wasser. Zitronen haben zusätzlich einfach auch dann noch viele Mineralstoffe drinnen, Vitalstoffe, die wir brauchen. Und auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass das, was über die Nacht einfach auch eben hier sich so ablagert und dann am Vormittag wieder, wo der Stoffwechsel wieder richtig in Schwung kommt, eben ausgeschieden wird. Das ist natürlich gut, wenn man da Sorgen drum genügend Wasser zu haben. Ja, meine Lieben, ich möchte jetzt eh nicht schon wieder allzu viel quatschen, weil ich noch ein paar Videos von diesem wunderbaren Ausflug, auf den ich mich jetzt schon sehr freue, dazu packen möchte. In dem Sinne, ja, bitte kommentiert einfach mal, was das Zeug hält und vielleicht drei, viermal, ich weiß es nicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, teilt bitte meinen Kanal. Es ist wirklich für mich sehr dringlich, ohne hier hinein weinen zu wollen, aber es geht auch ein bisschen um meine Zukunft, auch um meine wirtschaftliche Zukunft. Ich bin knappe 60 und es ist in Zeiten von C-Punkt-Punkt schwierig, schwierig, schwierig. In dem Sinne, alles, alles Liebe und herzlichen Dank an euch. Schickt euch jetzt einfach mal viele, viele Bussis, wie wir in Österreich sagen, ja. Und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Gio.